Freunde, herzlich willkommen zur ShishaCast Episode 34, wie immer. Was für 34? 43? Das ist genau, was ich gesagt habe. Und damit herzlich willkommen zu ShishaCast 43, was ich auch vorher schon gesagt habe. Ja. Eindeutig. Guten Tag und herzlich willkommen. Darf ich Ihnen vorstellen, mein Co-Host Alexander, a.k.a. Directly Shisha Germany. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu ShishaCast Episode 34, wie Marv das gerade schon wunderbar anmoderiert hat. Mann, Alex, einmal richtig machen, weißt du? Ja, scheiße, ist schon die dritte Anmod, aber lassen wir einfach mal so stehen. Ja, wir haben uns mal wieder getroffen zu einem schönen Köpfchen und reden mal wieder 1,5 Stunden über die Shisha-Szene. Alles. Wieder um die Köpfchen halten, aber ja. Ja, das klingt nach einem Über ein paar Shisha-News. Zwei Shisha-News seht ihr schon hier. Wir werden auch ein bisschen über die Messe quatschen. Ja, also wir haben folgenden Plan. Ja. Wir würden die Folge gerne dritteln. Ein Drittel kurz Update, was ist so passiert. Wobei ich glaube, bei uns beiden ist nicht viel passiert. Wir sind aufgestanden, haben gearbeitet, Sport gemacht, schlafen gegangen, Repeat. Ja. Beziehungsweise bei dir ist es Arbeit, Sport, Repeat. Bei mir ist es Sport, Arbeit, Repeat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ey, guck mal, geisteskranke Abwechslung. Das ist ein Unterschied. Geisteskrank, Digga, geisteskrank. dann würden wir gerne ein Drittel für diese zwei wunderschönen neuen Pfeifchen, die hier vor uns stehen, benutzen. Und das letzte Drittel benutzen. Ja. Und das letzte Drittel würden wir gerne noch mit euch über die Shisha-Messe reden, die ja kurz bevorsteht. 28, 29 und 30. April. Ich bin echt hyped, ne? Ich bin geisteskrank hyped. Ich habe so viel Vorfreude. Und wenn ich dir nachher noch meine Shisha-Messe-Geschichte erzähle, die in mir brennt und raus will. Ja, Marv hat mich schon angeteasert. Er hat gemeint, ja, ich habe so ein bisschen mit ihm schon, als ich Köpfe gebaut habe, mit ihm über die Messe gequatscht und so gefragt, ja, wie sieht es denn bei dir aus dieses Jahr? Wie machst du es so? Und er schon so, ja, da müsste ich jetzt was erzählen, was ich aber erst im Cast erzählen will, deswegen erzähle ich es dir jetzt nicht. Der Alex hat das nicht mitgekriegt, wisst ihr? Der Alex guckt ja nicht in meine Streams, der guckt nicht in meine Videos. Deswegen hat er das nicht mitbekommen. Ihr wisst das vielleicht schon. Aber dem Alex habe ich es mit Absicht jetzt nicht vorher erzählt, um live im ShishaCast nachher seine Reaktion zu haben. Aber erstmal, wie geht's dir denn? Mir geht's wunderbar. Also wunderbar? Ja, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Nein, nicht nur, du kannst dich nicht beschweren, du kannst dich überhaupt nicht beschweren. Nee, weil ich war jetzt mal so ein bisschen, ich habe noch ein bisschen gekränkelt gehabt. Ja, hab ich mitgekriegt in der Story leider. Ja, deswegen jetzt wieder alles fit soweit. Ja, alles läuft top. Deswegen, ich habe letzter Zeit viel Content gemacht. Gerade weil wir auch viele Sachen hatten und man Content machen konnte. Und ja, wie geht's dir denn? Auch gut. Ja. Ich war, gestern hatte ich irgendwie so ein. Ach, gestern war echt ein harter Tag, ne? Ich glaube, ich habe gestern straight 14, 15 Stunden am PC gearbeitet. Also, ich bin aufgestanden, habe mich am PC gesetzt, habe nonstop gearbeitet bis irgendwie um 10. Dann habe ich eine Runde CS gezockt, zwei Runden CS. Und dann habe ich nochmal gearbeitet bis um 1:30, 2 oder so. Dann habe ich mich noch eine Stunde auf die Couch gesetzt, weil mein Kopf nur noch am Brummen war. Ich hatte auch den ganzen Tag Kopfweh, aber habe durchgezogen. Mhm. Aber heute ist wieder gut. Ich habe mir extra keinen Wecker gestellt, habe erstmal bis kurz vor 11 gepennt, habe dafür leider Sport sausen lassen müssen, aber ich habe das nach dem Tag gestern habe ich das gebraucht. Ich finde es bei dir auch immer so, man merkt das immer, wenn man bei dir erst abends eine Story sieht, dann weiß man, du hast den ganzen Tag davor eigentlich gearbeitet, weil sonst machst du immer davor eine Story. Ja, ist wirklich so. Ja. Also wenn ich weniger Stories mache, heißt das eigentlich, dass ich noch mehr arbeite. Ist eigentlich ein guter Punkt. Ist mir nie so aufgefallen, aber ja, an meinen Storys erkennt man immer sehr gut, wann ich richtig geisteskrank busy bin. Und gestern war so ein Tag, aber es war ein sehr produktiver Tag. Dazu später mehr. Ansonsten ist bei mir eigentlich nicht so viel passiert. Ich hatte zwei coole kleine Trips. Ich war einmal ein verlängertes Wochenende in Lüneburg. Hat sich so eine kleine Clique gebildet, sage ich mal. Und mit denen machen wir jetzt ab und zu so, ich sag mal, Städtetrips. Und da waren wir jetzt einmal in Lüneburg ein Wochenende. Und letztes Wochenende war ich in der Nähe von Freiburg. Ah, okay. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Ort hieß, wo wir genau waren, aber wir waren in der Nähe von Freiburg. Da war nämlich so eine Weißweinparty. Weißweinparty? Du weißt ja, wie gerne ich saufe, Alex. Ja. Da darf ich natürlich auf einer Weißweinparty nicht fehlen. Ne? Jeden Abend eine Flasche, oder? Mindestens. Weißwein ist einfach Leben. Nee, also eigentlich trinke ich ja nicht so viel, aber die wollten da hin. Und es gab auch einen guten Anlass dafür. Und dann war ich dann natürlich für zu haben. Dann waren wir noch einen Tag in Straßburg. Straßburg auch sehr schöne Stadt. Es war leider halt das Osterwochenende. Deswegen war es auch geisteskrank voll. Yes. Aber war schön. War schön, war cool. Oh, wir waren auch noch, einen Abend waren wir da Freiburg ja um die Ecke, das war so zwischen Freiburg und Rust basically. Und Rust ist ja der Europapark. Ja. Haben wir auch zwei Europapark-Sachen gemacht, die aber nicht im Europapark sind. Okay. Da gibt es einmal Julbi heißt das. Das ist so ein VR-Ding.
Ah, das habe ich gesehen, ja. Das war wild. Und ich habe ja von meinen Eltern zu Weihnachten mit meinem Bruder zusammen so ein VR-Game geschenkt bekommen mit so Full-Body-Tracking, wo wir so Zombies abgeknallt haben. Und das bei Yulby war aber ein bisschen anders. Das ging weniger um Schießen und mehr um die Experience, weil bei Yulby ist das so aufgebaut, du gehst mit deinem Team in einen Raum, dann werden die alle kalibriert und dann haben die Räume, die sie dort zur Verfügung haben in dieser Halle, in VR umgebaut. Das heißt, du hast die VR-Brille auf, du bist aber super viel am Laufen. Ah, okay. Das heißt, die sagen wirklich so, lauf da jetzt hin. Und du drückst nicht irgendwie einen Knopf, um dahin zu laufen. Du läufst wirklich dahin. Das ist geil. Und am Anfang läufst du die ganze Zeit so wie so ein Zombie mit den Armen nach vorne, weil du Angst hast, dass du blind gegen eine Wand rennst. Und irgendwann bist du voll drinne. Und dann rennst du da durch die Gegend und es ist eigentlich ein Wunder, dass keiner gegen eine Wand gekracht ist. Aber alles gut geklappt. Das heißt, es war weniger krass von dem ganzen Ballern und so. Mhm. Es war aber viel cooler von der Experience an sich. Immersive, gibt es das Wort? Immersed? I was really immersed in the experience. Okay. Wie sag ich? Ich weiß es nicht. Es war. Du warst drinne. Du warst da wirklich drinne. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich denke, die Leute wissen auch, was du meinst. Ja. Und das war geil. Und abgesehen davon, ich habe meine Kochader wiedergefunden. Mhm. Masterchef Marv is back. Ja. Gab es mal wieder das berühmte Curry? Nein. Ich habe noch nicht das Thai-Curry gekocht, aber ich habe japanisches Curry mit Chicken Katsu gemacht, also in Panko paniertes und frittiertes Hähnchen mit japanischem Curry. Ich habe die besten Ofenkartoffeln der Welt jetzt raus, Ofenpommes, also self-made, homemade Pommes aus dem Ofen habe ich jetzt raus. Natron ist der Trick. Natron. Du musst die Kartoffeln in Pommesform schneiden, dann in Natronwasser kochen, also einfach so ein Back-Natron-Päckchen kaufen. Ja. Da die Pommes schon mal ein bisschen vorkochen, dann werden die so leicht matschig außen. Mhm. Und diese matschige Außenschicht gibt die Knusperschicht im Ofen. Ah, den Ofen richtig hochballern, richtig vorheizen, dann da die Pommes rein. Baba. Wir sollten einfach einen Kochcast machen. Kochcast? Ja. Das ist es. Foodcast. 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 Das sehe ich. Safe schon. Ja, zu 100% gibt es das schon. Aber imagine, es würde ein Food. Also, ich höre ja Podcasts meistens zum Einpennen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand den Foodcast im Bett hört und dann sind wir so, Auf keinen Fall. Oh, das sind die geilsten Ofenkartoffeln, die du in deinem Leben hattest. Also ich würde im Bett liegen und mir denken, toll, jetzt habe ich Hunger, dankeschön. Ja, es war wirklich, also auch wenn ich so Kochsendungen gucke oder sowas. Ich nur beim Essen. Ja, es geht, weil du kriegst automatisch Hunger. Du denkst so, boah, ist das geil, ich hätte jetzt echt Bock da drauf. Und dann gehst du in deine Küche, hast aber die Sachen nicht da und holst dir irgendeine Scheiße, die dann trotzdem frisst. Nee, also das geht nicht. Ja, geht auch nicht. Also Foodcast könnte man dann auch nur beim Essen hören. Und das geht vielleicht zu, ey, egal. Also Foodcast, weiß ich nicht. Aber so ein Food-Channel, Alex und Marv am Kochen, ich würde es fühlen, ich würde es anders fühlen. Ich sag dir, wie es ist. Also ein Food-Channel, hätte ich Bock. Waren Kochstreams nicht so eine Zeit lang sogar voll das Ding? Ja, immer noch, glaube ich. Also ich glaube, jeder Streamer macht ab und zu Kochstreams. By the way, würde ich auch gerne machen, aber meine Küche ist geisteskrank hässlich und auch geisteskrank ungeeignet. Die würde die ganze Zeit nur meinen Rücken sehen. Ja, man braucht halt schon so eine geile Kochinsel oder so. Du brauchst halt wirklich eine Kochinsel, wo du halt auch das Equipment hinstellen kannst. Ja. Aber fühle ich anders. Und dann könnten wir sind ja eh schon die Culinaro-Boys. Immer wenn Alex und ich irgendwo hin müssen, Shisha-mäßig, und wir zusammen unterwegs sind, suchen wir immer nach geilen Restaurants, wo wir hingehen. Wir gehen immer was Geiles essen. Ja, bisher hat es, glaube ich, auch nichts wirklich enttäuscht. Ich glaube, das Schlechteste in Anführungszeichen war die Miso-Suppe. Nicht Miso-Suppe, das Ramen. Manche. Ja. Das war wirklich nicht so geil. Aber der Rest, der war immer. Der Rest, der war geisteskrank. Ja. Auch das Sushi da, uff. Ja. Tessix war ja mit uns in Köln, wo wir da waren. Der hatte ja noch dieses, wie hieß das? Avocado-Steak. Ja, Avocado-Steak. Avocado-Steak. Ja. Eieiei. Ja. Aber ansonsten ist bei mir nicht so viel passiert. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe letztens vielleicht noch schöne kleine Geschichte. Ich saß letztens relativ spät abends, weil meine Freundin war noch da, hat noch gelernt. Es war, keine Ahnung, irgendwie 1 Uhr. Guten Nachtkopf lief noch. Und ich habe ein bisschen gezockt nebenbei. Und ich habe ja diesen... Was zockst du jetzt gerade? Immer noch LOL? Einfach ein bisschen LOL nebenbei. Okay, also nicht TFT. Nee. Wirklich LOL, LOL. Ja, genau. Okay. Ist einfach entspannt nebenbei, muss mich nicht viel konzentrieren. Auf jeden Fall saß ich da. Ich habe ja den Macopra Gaming-Schlauch. Benutze ich für am PC sein echt gern momentan, muss ich sagen. Und hatte ihn so um. Und war im Game und wollte halt Schlauch hier rum. Weil der Schlauch hing halt hier. Der Kohlekopf stand ungefähr so 1 Meter weit von mir weg. Oh no, schreckliches. Und ich schön mit einer schönen Dropbowl, du weißt ja, das Gleichgewicht bei den Dingern ist so ein bisschen mäßig.
Oh no. Und ich dachte so, okay, ich bin gerade gestorben, komm schnell irgendwie an die Kohle ran, noch eine Kohle nachlegen. Und dann merke ich nur so, wie ich mit der Zange im Kohlekorb schon die Kohle greife, die auf einmal anfängt, meine Pfeife zu wackeln. Und ich denke, und weil du mit deinem Körper ja, am Gaming-Schlauch gezogen hast? Ja, also ich habe mich im Endeffekt auf den Schlauch draufgelehnt und habe halt da die Pfeife zu mir gezogen. Also war es nicht mal wegen dem Gaming-Schlauch? Nee, es war einfach, weil ich den Schlauch so draufgelegt hatte. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so eine Situation passiert, also deine Pfeife fängt an zu wackeln, das spielt sich alles viel langsamer in deinem Kopf. Aber ja, ist so Bullet Time, ist so. Das, so für mich war das so ein Ding von 2 Minuten, wo die Pfeife hin und her wackelt und ich immer so, nein, 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 nein. und am Ende, ich habe die Pfeife wieder hingestellt, war zu ruckartig. Ich natürlich mit einem schönen Edelstahl-HMD auf Abstand meinen Mehrlochkopf geraucht. Ist eventuell der HMD mit der Kohle drin auf mein MacBook gefallen? Nee. Ja. Und ich natürlich reflexartig habe einfach den Wischer gemacht. Und dann erstmal HMD und Kohle schön im Zimmer verteilt. Aber hat dein MacBook was abbekommen? Der MacBook hat gar nichts abbekommen. Nice. Ist er auf dem Alu gelandet oder auf der Tastatur? Auf der Tastatur. Krass, weil die ist ja Plastik. Ja, und ich dachte, also ich habe auch so. Ich hab mit meinem MacBook eigentlich in dem Moment komplett abgeschlossen gehabt. Bin ich ehrlich. Oh Gott. Nee, und dann haben wir. Das ist ein Grund für Neues. Die M2 sollen sehr gut sein. Das war mein zweiter Gedanke gewesen. Ja, und dann haben wir erstmal noch 10 Minuten nach Kohle gesucht und dann dachte ich eigentlich, ich hätte alle gefunden. Ich gucke so einen Kohlekorb an und denke so, da fehlt einer, das kann nicht sein. Dann gucke ich mal unter die Couch und sehe so was Kleines, Glühendes, die dann locker da schon 2-3 Minuten lag. Und da ist so, ey, so belastend. Ist der Boden am Arsch? Ja, halt Brandflecken, ne? Aber unter der Couch siehst du es halt wenigstens nicht. Ja, immerhin. Ja. Beim Auszug irgendwann potenziell, keine Ahnung. Wenn du so ausziehst, deine Mama denkt sich, oh geil, endlich neues Zimmer, das wird mein neues Bücherzimmer. Irgendwie tragt ihr die Couch raus und dann so, Alexander! Ja, das sehe ich auch schon so kommen. Mhm. Hast du das erzählt? Nee. Oh oh. Also wenn der Alex irgendwann nicht mehr beim Shisha-Cast dabei ist, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr warum. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne kleine Anekdote. Ich war an der. Aber krass, dass dein MacBook nichts abbekommen hat. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Also weil wirklich HMD plus Kohle drauf gelandet ist. Vor allem, das ist ja, also ist ja schon mal eine Höhe. Oder also, wenn es nicht wegen der Hitze ist, dann wegen dem Aufschlag. Aber dass da nichts abbekommen hat. Ich habe Glück gehabt, dass nichts an dem Bildschirm dran ist, denke ich mal. Ich glaube, Bildschirm wäre direkt RIP gewesen. Aber. Ja, Bildschirm wäre noch gefährlicher. Ja, aber so. Nichts passiert. Ich sehe nicht mal irgendwie so kleine Brandbläschen. Also du würdest jetzt, wenn du das MacBook anguckst, wirklich gar nichts sehen? Nee, null. Krass. Ja. Lucky you. Ja. Hast du nochmal gehört? Und ich habe dich nicht mal verbrannt bei dem Wischer. Nee, auch nicht? Nee, gar nichts. Hast du so... Ja, ich habe wirklich ein MacBook... Also ich lag da drauf und ich habe einfach so den hier gemacht. Wie? So. Ah ja. Ja. Wie nochmal? Ja, krass. Okay, ja. Lucky as fuck. Und dann war ich auf jeden Fall wach. Mein Kopf war aus und ich habe gesagt, eigentlich bräuchte ich jetzt einen Koffer. Ein Beruhigungsköpfchen. Da habe ich den Koffer meiner Freundin geklaut. Geil. Und dann war sie traurig? Na, es ging. Sie war voll into lernen. Deswegen hat sie den Kopf so nebenbei ein bisschen geraucht. Ja. Da war das dann okay. Ja, so dazu. Also doch geisteskrank spannend gewesen. Ja. Ja, ich war auf jeden Fall sehr Adrenalin geladen dann. Ja, das glaube ich. Da kriegst du auf jeden Fall einen guten Schwung mit. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben gar nicht die Setups gemacht. Wir haben gar nicht die Setups gemacht, ja. Aber ich würde sagen, also ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich habe die spannendsten Sachen, die passiert sind. Ich hätte noch eine geisteskranke Geschichte. Ich wollte mit dem Fahrrad ins Studio fahren zum ersten Mal dieses Jahr. Fahrrad war platt. Ich bin mit dem Auto gefahren. So spannend ist mein Leben aktuell. So richtig deprimiert fahrt. Platt. Ich habe mir schon gedacht, ich gehe mal raus und gucke und wenn es platt ist, ist es platt und wenn nicht, dann fahre ich Fahrrad, aber es war platt. Ja, aber hat es einen Platten oder nee, hast du einfach nicht aufgepumpt? Nee, ich hab keine Luftpumpe. Also ich habe keine Luftpumpe, die an diese Art passt. Ach so, okay. Ich habe so eine normale Luftpumpe für so Mountainbike-Dinger und so, aber das ist ja ein Rennrad und die haben halt dieses schmale Ding, so eine normale Oldschool-Fahrradpumpe, passt halt nicht. Ja, so spannend ist das gerade. Anyway, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht einfach zu den Setups kommen und dann zu unseren Eindrücken, Infos rund um die zwei wunderschönen neuen Pfeifen. Wollen wir die Setups trotzdem jetzt einzeln machen oder wollen wir direkt eine Pfeife vorstellen? Ich würde sagen, du machst dein Setup, dann machen wir die Stimo, dann mache ich mein Setup, dann machen wir die Breeze. Okay, gut. Dann bei mir gibt es die Stimulation Ultimate, die neue Pfeife aus dem Hause Stimulation.
Obendrauf habe ich den Cosmo Ball Standard mit dem Nagrani HMD, drei Kohlen drin. Und ich habe einen Mix aus, darf man das eigentlich sagen, was ich rauche? Weiß man das? Du darfst das, ich darf es nicht sagen. Okay. Die Sorte, die du drin hast, darfst du sagen. Ja, dann habe ich von Aino den Prototypen Black drin, ne? Black. Zusammen mit Cosmos von Darkside und einem Hauch von Ananas Shock von Burn. Schmeckt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. So traurig, mein Ananas Shock oder Shock Ananas ist fast leer. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingssorten im Moment. Seit wann? Du warst ja eigentlich nie so krass. Die hat mich so geisteskrank abgeholt, diese Sorte. Weil ich bin ja auch voll auf Ananas Shock. Also das ist ja wirklich so meine. Ich bin mad in love mit dieser Sorte mittlerweile. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Setup? Ich bin fertig mit dem Setup, ja. Okay. Ich wollte. Ja. Darf man auch schon sagen, was der Black ist von Aino? Ja. Achso, genau. Also der Black ist komplett geleakt. Achso, okay, gut. Ja, der Black ist im Endeffekt der Dino. Also ist eine Sorte der neuen Dark Black Line von Aino. Und Black Ice war der. War das nur Current? Brombeere. Also Blackberry, Brombeere. Ja. Also in der Kombination sehr, sehr lecker. Also ich finde, er hat trotzdem noch mehr als genug Eis. Also ich finde, man hätte ihn auch einfach Black Ice nennen können. Mhm. Ich habe aber jetzt schon ein paar Tage kein Black Ice mehr geraucht. Also vielleicht hat er einfach noch ein bisschen mehr. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber trotzdem ganz gut, dass er einfach Black heißt. Ja. Dann weiß man direkt, okay, das ist der Dark Blend. Und der Black Ice ist der Virginia. By the way, kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, den Aino Dark Blend wird man auch auf der Messe bei den Jungs probieren können. Ah, okay. Ja, das heißt, wer da Bock drauf hat, Attacke. Bin ich mal gespannt. Aber Messe kommen wir ja gleich nochmal in Ruhe dazu. Erstmal reden wir kurz über die Stimulation Ultimate. Yes. Du hast auch eine? Ich habe auch eine. Du hast dieselbe Farbe, ne? Nee, ich habe schwarz-matt. Ja, schwarz-matt. Ich habe also Gold-Metallic. Ja. Was ich geisteskrank nice finde. Was sagst du zu der Wollfarbe? Ich finde die schön. Ich finde die sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich finde die geisteskrank gut. Ich finde die so nice. Ich habe ja von der Schwarzen habe ich ja schon die Pro X3 habe ich glaube ich auch in dem Schwarzmatt. Ist halt super klassisch, aber trotzdem, es sieht halt, ich finde dieses Schwarzmatt zusammen mit dem Edelstahl von Stimulation, finde ich glaube ich so den hochwertigsten Look fast. Also so super klassisch, super schön, aber das gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das Gold hat mich so heftig abgeholt. Ich hatte tatsächlich keine Wahl. Stimulation hat einfach gesagt, du kriegst die goldene. Trust me. Just trust me, du kriegst die goldene. Okay, ich nehme die goldene. Wir haben die beide vorab bekommen, das heißt, wir konnten die, also offiziell ist die Pfeife noch nicht raus. Sie ist seit, heute ist der 20. 14. war Release und Präsentation. Genau. Das heißt, seit gestern sind die Videos raus, also für uns heute zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern die Präsentation von der Pfeife. Das heißt, gestern konnten wir die ganzen Video-Reviews und sowas raushauen. Ich habe die Pfeife aber schon anderthalb Wochen, zwei Wochen maybe sogar. Bei dir auch? Ja. Ja. Auch und das heißt, wir konnten die schon ordentlich testen. Ich habe auch schon viele Köpfchen drauf geraucht. Nicht nur alleine, sondern auch mit anderen Leuten zusammen. Weil, ne, ist eine Vierschlauch. Und um euch nochmal abzuholen, bei Stimulation gab es jetzt die ganze Zeit die Pro X-Reihe. Das Aushängeschild der Pro X-Reihe war vor allem eins. Man kann mit vier Leuten rauchen und gleichzeitig entlüften, ohne dass man irgendwas an den Kugeln machen muss. Das heißt, du kannst straight vier Schläuche anschließen, kannst ziehen, du kannst entlüften, ohne Probleme. Und dann gab es noch die Expansion-Reihe. Genau. Und da gab es bis jetzt eigentlich nur die Expansion Mini, ja, die diesen Verschluss hatte. Sehr geiler Verschluss von Stimu, der das Benutzen von Steckballs komplett vereinfacht hat. Ja. Und die Ultimate heißt Ultimate, weil sie den Verschluss von der Expansion-Reihe mit dem 360-Grad-Klicksystem von Stimulation kombiniert. Das Ganze in der großen Vierschlauch mit den gewohnten Stimulation Pro X-Featuren plus das Feature von der Expansion-Reihe mit dem Verschluss ergibt Ultimate. Genau, mit der neuen Gravity. Moon Gravity. Moon Gravity. Genau. Was ist denn Moon Gravity, Alex? Im Endeffekt ist es eine Durchzugsoptimierung. Du musst mir jetzt vielleicht mal helfen, weil du vielleicht ein bisschen mehr in dem Thema drin bist, weil du es nochmal ausführlicher erklärt hast. Aber dadurch, wenn vier Leute an der Pfeife rauchen und das Auspusten bzw. das Rauchen durch die Rückstoßkugeln ist halt immer ein bisschen schwieriger, als wenn du alleine Pfeife rauchst. Und durch den Einsatz des Moon Gravity-Systems, was euch Marvin gleich nochmal genauer erklärt, ist es halt nochmal weitaus einfacher zu rauchen. Das konnte ich zum Beispiel leider nicht testen, weil ich habe die Pfeife bisher alleine geraucht. Genau. Aber Moon Gravity merkst du auch alleine. Ja, also ich finde, Durchzug an sich ist auf jeden Fall top. Also ich bin super zufrieden.
Aber ich denke mal, am meisten fällt es auf, wenn du mit mehreren Leuten da noch drin rauchst. Also vom Durchzug her macht es keinen Unterschied, ob du mit mehreren Leuten rauchst oder alleine, weil dein Anschluss hat deinen Durchzug, verstehst du? Also und ja. Solange du nicht gleichzeitig ziehst, ist der Durchzug ja derselbe, ob ja. da vier Schläuche dran ja. sind oder einer. Moon Gravity ist, also erstmal muss ich sagen, ich habe erst gedacht, da hat das Marketing-Team wieder richtig einen rausgehauen. Der Name ist schon sehr, sehr wild, aber ja die Idee dahinter ist auch genial. Weil es funktioniert so, dass in den Bohrungen, in denen die Kugel liegt und die dann oben zum Anschluss führen, wurde die Luftströmung, die beim Ziehen entsteht, genauestens berechnet, sodass die Position von der Kugel durch den Luftstrom, der um sie herrscht, gelenkt wird. Außerdem hast du noch einen präzise gefertigten kleinen Platz in diesem Anschluss, wo die Kugel dann draufgelegt wird. Dadurch, dass sie so gut durch den Luftstrom präzise platziert wird, wird sie eben genau auf diesem Platz abgelegt. Und dadurch, dass die Kugel abgelegt wird, müsst ihr mit eurer Kraft, die ihr beim Ziehen aufwendet, nicht mehr aktiv die Kugel anheben. Was dafür sorgt, dass es sich für euch beim Ziehen so anfühlt, als müsstet ihr weniger Kraft aufbringen, ergo ihr einen besseren Durchzug habt. Und das ist so genial. Aber das funktioniert nicht einfach nur, indem du da diesen Platz machst, wo die Kugel drauf liegen kann, weil die würde ja sonst trotzdem wild rumfliegen. Ja. Du musst auch die Strömungsoptimierung in dem Anschluss, in dem Kanal haben. Und die Kombination aus diesen beiden Dingen ist dann praktisch Moon Gravity. Und Moon Gravity heißt übrigens, weil das Gewicht der Kugel dann oder das, die Kraft, die du zum Ziehen der Kugel aufbringen musst, wird irgendwie um 83% vermindert und das würde der Gravitation auf dem Mond entsprechen, so ungefähr. So ungefähr. Fancy Term für, wir haben einen deutlich besseren Durchzug durch eine geniale Technologie. Ja, genau. Und es funktioniert. Ja, man muss ja auch sagen, Steemu ist ja bekannt für seine ausgewählten Features oder die Namen der Features. Wenn du mal überlegst. Purge Pro, Airflow Control System und. Ja. Genau. Steam Click 360. Ja. Ja. Also man muss sagen, klar, die Begriffe für die Funktionen sind meistens sehr fancy ausgedrückt, aber die Funktionen sind ja auch wirklich geil. Die funktionieren einfach wirklich. Ja. Und man kann sagen, ich fand schon, die Pro X3 war in ihrer Klasse, also vier Schlauchpfeifen, wo alle entlüften können, ohne dass man eine Kugel rausnehmen muss, war die Pro X3 schon die beste Pfeife. Mit Abstand. Ja. Die Edition 4 Hast Premium. Hast du etwa was geleakt? Ja, ist ja basically die Ultimate mit noch mehr. Die Edition 4 Premium ist 2019 auf der Messe im April rausgekommen. Das heißt, die Pfeife ist jetzt 4 Jahre alt. Ja. Das merkt man. Und Stimulation hat seitdem die Pro X oder gleichzeitig die Pro X rausgebracht, aber dann noch die 2, die 3 und jetzt noch die Ultimate. Ja. Das heißt, es sind 3 Pfeifen voraus sozusagen. Und die Pro X3 war schon die beste Pfeife in ihrer Klasse und die Ultimate hat nochmal einen draufgelegt. Ich habe relativ viele Beschwerden bekommen, dass sie sich irgendwie mehr gehofft haben. Ja, same. Da hätte ich mich allerdings gefreut, wenn die Leute auch gesagt hätten, was? Weil die Stimulation Ultimate ist jetzt wirklich in ihrer Klasse, war die Pro X3 schon die beste Pfeife. Die Ultimate hat nochmal einen draufgelegt, hat Moon Gravity gebracht, hat das Anschluss, also Expansion-Verschlusssystem mit reingebracht und kombiniert. Und das sind ja schon 2 super krasse Neuerungen in einer Pfeife, die vorher schon mit Abstand die beste in ihrer Kategorie war. Also, ja. Ja, klar. What else do you want, frage ich mich. Ich kann dir sagen, was ich mir noch mehr gewünscht hätte. Ich finde es schade, dass man die Ringe abmachen muss, wenn man sie wieder auf die Standardball packen will. Ich verstehe, warum Stimulation das gemacht hat, weil wenn man die Ringe hätte drauflassen können, müsste der Spielraum in dem Steam-Click, also bei den Standard-Bolts, dann größer sein. Und dann würde die ja wieder mehr rumwackeln. Und das wollen halt die Leute nicht, das wollte Stimulation nicht. Der Kompromiss daraus ist, wir machen zwar das Expansion-Verschlusssystem rein, aber die Ringe müssen abgenommen werden, wenn du sie auf einer Standard-Ball rauchen willst. Und es geht auch relativ einfach, man kann die so mit den Fingern zur Seite schieben, direkt rüberziehen. Ich habe bei David im Video, also bei Dylan im Video gesehen, auch sehr, sehr geiles Video geworden bei David, Respekt. Aber er hat gesagt, dass man unten den Ring abdrehen muss, um die Ringe rauszunehmen. Und ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe die immer auch so abbekommen. Ja. Vielleicht geht es einfacher dadurch, ne? Aber ja, es wird zu 100% einfacher gehen, aber es geht auf jeden Fall auch so. Ja, also genau. Es geht auf jeden Fall auch ohne. Und ich würde sagen, das ist ein kleiner Kompromiss dafür, dass dann beide Anschlüsse trotzdem gut funktionieren. Es ist aber natürlich auch so, es wäre genial gewesen, wenn beides funktioniert hätte, weil dann hättest du wirklich nichts mehr an dem Anschluss verändern müssen. Das stimmt. Und so könnte man jetzt argumentieren, naja, aber du musst ja die Pfeife trotzdem
von der Bowl nehmen, dann etwas an dem Anschluss verändern und dann passt er auf das andere. Also ob du einen Steckbolladapter draufschraubst oder du halt diese Ringe ab oder dran machst, ist im Endeffekt derselbe Arbeitsschritt. Und im Endeffekt hast du es hier direkt integriert. Ja. Ja, aber trotzdem hast du einen Arbeitsschritt. Ja, entweder das ist Pfeife abnehmen, Steckbolladapter anbringen, Pfeife auf die nächste Bowl. Das habe ich verstanden. Es geht nur darum, du brauchst keinen extra Steckbolladapter mehr. Du brauchst die Ringe. Ja, die hast du ja bei der Pfeife dabei. Es geht darum, du musst sie nicht kaufen. Aber jetzt zum Beispiel auf die Evoke bezogen. Ja, das die hat stimmt. auch, oder ja. die Verity. Ja. Gibt es auch einen Steckbolladapter. Und dann musst du Pfeife abnehmen, etwas verändern, auf die nächste Bowl. Und das ist bei der Stimulation am Ende des Tages genauso. Das stimmt, ja. Das heißt, für eine Ultimate 2 würde ich mir wünschen, dass da nochmal ein geniales Feature eingebaut wird, sodass die Ringe immer dranbleiben können. Ja, das stimmt. Das wäre so ein Wunsch von mir. Ja. Ja. Das ist aber auch schon so ziemlich das Einzige, was ich an der Pfeife bemängeln kann. Oder was heißt bemängeln kann, aber es ist ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es ist halt wieder ein super vollkommenes Produkt, kann man eigentlich sagen. Verarbeitung müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr bei Stimulation drüber reden. Ansonsten, die ist vollgepackt mit Funktionen. Natürlich, der Preis von ab 400 Euro ist natürlich wieder viel Geld. Aber im Endeffekt, wenn ihr... Da muss man aber auch sagen, das ist jetzt im Vergleich zu der letzten, wenn man die ganze Zeit hört, Edelstahlpreise am Steigen und die Energiekosten, hat ja auch jeder mitgekriegt, das trifft ja auch die Privatleute mehr als genug. Die letzte hat 380 gekostet, jetzt sind wir auf 399. Klar. Also deswegen, also ja klar, vom Preisunterschied innerhalb der Pfeife ist das völlig annehmbar, finde ich. Fast sogar zu gut, weil manch andere Preisanstiege, jetzt vielleicht mal weg von Stimulation und allgemein Pfeifen, ist ja nochmal weitaus höher gestiegen. Aber bei welcher zum Beispiel? Ja, also jetzt mal Lebensmittel zum Beispiel. Ach so, ja, okay, also weg von Shisha ist komplett, ja, das stimmt, ja. Sind die Preise nochmal... Butter und Mehl und sowas, ja. Genau. Und da, finde ich, hält sich die Shisha-Szene und vor allem Stimulation sehr, sehr gut an den Preisen. Es ist halt ein Unterschied, ob Nudeln von 1,19 auf 1,79 steigen, dann denkst du, es sind nur 50 Cent. Ja. Aber prozentual gesehen ist halt geisteskrank viel und bei der Stimo sind es halt 20 Euro, auch wenn es prozentual gesehen viel, viel weniger ist. Genau, das ist halt der Unterschied, der totale Unterschied ist halt eher merkbar als der prozentuale Unterschied. Ja, das stimmt. Und das ist halt, glaube ich, so das Problem, aber an sich kannst du eigentlich nicht meckern, wenn du halt eine Vierschlauchpfeife suchst, mit denen du mit deinen Freunden rauchen willst, wo du gleichzeitig entlüften willst und einfach so das High-End-Produkt haben möchtest, dann ist es halt eine Stimo. Ja. Also, ne, wenn auch jemand 400 Euro ausgeben will. Weil natürlich ist die Pfeife nicht für alle. Ne? Es gibt genug Leute, die wollen irgendwie zwischen 100 und 150 Euro komplett Set Vierschlauch. Ja. Dann ist die Stimo nichts für dich. Nein, aber dann richtet sich die Stimo auch nicht an dich. Aber wenn du sagst, ey, ich will jetzt einmal gut was ausgeben, will aber auch eine Killer-Pfeife, die so ziemlich alles kann, was man können kann, dann ist es die Stimo. Ja. Dann ist die Stimo. Upgrade, ich würde sagen, bis zur Pro X 2. Wenn man enthusiastisch ist im Shisha-Bereich, ja. Pro X 3 würde ich wahrscheinlich nicht upgraden. Nee. Aber sie ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück besser als die Pro X 3. Verarbeitung hat Alex ja schon gesagt, die ist 1 Plus mit Sternchen und Sahnehäubchen und extra Sticker obendrauf. Also es geht nicht besser als Stimulation. Gibt keine bessere Verarbeitung. Design finde ich cool. Mhm. Muss aber sagen, auch da hätte man vielleicht ein paar mehr Twists reinpacken können, dass man noch besser sieht, dass es eine neue ist. Dass es ein bisschen abhebt von der Pro X-Reihe vielleicht noch. Ja. Wobei, auch wenn man an die Pro X-Reihe zurückdenkt, auch was gab es denn an Features? Die Pro X1 ist rausgekommen und hatte das Entlüften mit mehreren Anschlüssen. Mhm. Dann sind wir auf die Pro X2. Was ist dazugekommen? Nur der Blow-Off. Ja. Das war damals der Verkaufsgrund. Nur der Blow-Off. Ja. Dann die Pro X3, X-Blow-Offs. Konntest du noch die ganzen Sleeves und Co. dazu kaufen. Und das war alles. Und das haben wir auch alles in der jetzt, plus Moon Gravity, plus Expansion. Ja. Aber ja, bisschen mehr Design hätte man vielleicht noch sagen können. Aber Stimulation war immer sehr schlicht gehalten. Das stimmt. Die haben sich nie krass verändert. Ja. Vor allem innerhalb der Reihen. Also wenn du dir jetzt überlegst, wie sich eine Prime zu einer Prime zweite Generation verändert hat, das war auch nicht viel. Ja, das stimmt. Ja. Also Stimulation hat halt einen sehr simples, edles, hochwertiges Design. Das haben wir eben auch bei der Ultimate. Ja. Aber ich bin begeistert. Also ich muss sagen, wir sind mittlerweile bei einem Durchzug bei 4 Schlauchpfeifen mit Entlüftung angekommen, wo es mich nicht stört, die zu rauchen. Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. Ja. Also, wenn du das jetzt mit einer Alpha vergleichst, also jetzt einer Einschlauchpfeife, die einen etwas strengeren Durchzug hat, gegen eine Edition 4 Lounge verliert sie immer noch. Klar, natürlich, aber ist auch ein unfairer Vergleich, aber
allein, dass du sie jetzt schon mit einer Alpha vergleichen kannst, finde ich super krass. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Dann haben wir noch ein Pfeifchen. Ja, die bei dir. Und zwar der Nachfolger, der vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich würde schätzen, eine der meistverkauften Pfeifen in der Geschichte von Shisha Deutschland. Ja, und auf jeden Fall auch eine der beliebtesten. Ja. Ja, also das Video-Review zu der Breeze 2 hat bei mir jetzt, glaube ich, eine 250.000 Aufrufe. Das ist für ein Shisha-Review mind-blowing. Also ich habe mir letztens sogar nochmal dein Review zur 2 angeguckt, zum Release zur Pro. Einfach, weil es mich interessiert hat. Und dann habe ich auch die Klickzahlen gesehen, war so krank. Holy shit. Ja. Ja. Und die Pfeife kriegt jetzt einen Nachfolger. Und viele haben ja gehofft, dass es eine Breeze 3 gibt. Da müssen wir euch enttäuschen. Ja. Aber zum Glück können wir direkt auch wieder Entwarnung geben. Es gibt die Breeze Pro. Basically eine Breeze 3. Ja. Ja. Hey Basti, da haben wir einen neuen Voice Crack, ja. Die Breeze 3 hat auch alle Feature, die die 2er hat. Die Unterschiede sind aber, ich würde sagen, vor drei. Drei Unterschiede gibt es. Nummer 1, wir haben eine Edelstahlbase. Yes. Finde ich, wenn sich eine Pfeife Pro nennt, muss sein. Ja. Also eine Pro Pfeife mit einer Pombase, das wäre falsch. Unterschied Nummer 2, wir haben nicht mehr 4 Blow-Offs, sondern 3. Klar, es gibt wieder ein paar mehr, man kann Teller weglassen, pipapo, die Community haben ja 4 Blow-Offs. Hersteller sagt, die hat 3, das ist was wir vergleichen. Hat zwar nur noch 3 Blow-Offs, dafür sind die aber nicht mehr umbaubar, sondern umstellbar. Und das yes. Umstellsystem von der Breeze Pro, würde ich sagen, ist das Beste, das es bis jetzt jemals gab, weil man sieht der Pfeife null an, dass man sie umstellen kann. Also wie versteckt das Umstellprinzip ja. ist, finde ich geisteskrank. Weißt du, da sind nicht irgendwie, da ist jetzt nicht irgendwie eine Riffelung oder irgendwie noch was draufgeschrieben, sodass du das wissen könntest oder so. Ich glaube, wenn die Pfeife jemand sieht, denkt er, okay, wir haben 2 Teller, das könnte vielleicht so ein Tellerblow-off sein. Ja. Und dann kannst du aber am Teller drehen und dann kommt er auf einmal unter dem Teller raus. Und dann kannst du am Sleeve drehen und dann kommst du auf einmal aus der Base raus. Das stimmt. Und das ist schon genial. Und die dritte Veränderung, die Breeze Pro hat, ist das Press-to-Purge-System. Das yes. ist dieser Knopf an der Base. Wenn du den drückst, entlüftest du durch den Kopf. Ich kann das kurz mal demonstrieren für alle, die die Videoversion gucken. Wenn du normal pustest, sieht es so aus. Da kommt einmal ein kurzer Luftstrom aus dem Kopf. Jetzt muss ich mein Mikrofon weglegen. Der Alex muss das Ganze kommentieren. Ja. Und wenn ihr im Endeffekt den Purge-Knopf drückt, seht ihr beim Kopf, dass ihr da durch den Kopf noch Rauch kommt. Das heißt, ihr kühlt den Kopf im Endeffekt dadurch nochmal etwas ab. Genau, Rauch oder Luft, die ihr reinpustet, wird dauerhaft durch den Kopf gelenkt, was dafür sorgt, dass man den Kopf abkühlt. Ich habe mit Sandro so fancy Thermometer gekauft, ja. dass wir die Temperatur im Köpfchen überwachen können. Und das habe ich dann auch mal mit dem Press-to-Purge überprüft. Und das ist innerhalb von einem so einem Zyklus um 20 Grad gesunken. Ja. Und das ist eine Menge. Weil wie ich herausgefunden habe, ist so 130 bis 150 Grad Tabaktemperatur die optimale Temperatur. Also da läuft es für mich persönlich am besten. Und wenn du dann überlegst, von, sagen wir mal, die Mitte irgendwie 135 oder so, oder 140. 140 auf 120 Grad ist ein krasser Unterschied. Ja. Oder sagen wir mal andersrum, du kommst über diese, für mich optimalen, 150 Grad und du bist außerdem bei 160 und du merkst, boah, das fängt langsam an zu kratzen. Einmal Press to Purge und du bist wieder im perfekten Temperaturbereich. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe das jetzt auch hin und wieder mal ausprobiert und es ist wirklich merkbar. Also du merkst es beim Rauchen normal, also das ist ja wirklich, das ist halt so ein Feature, wo du kein direktes Feedback hast, außer subjektive Wahrnehmung. Ich schon. Du schon. Aber die Thermoboys, Sandro und ich. Aber ich hätte auch, hättest du jetzt nicht gesagt, dass du das Thermometer hast, ich hätte auch gesagt, dass es auf jeden Fall deutlich spürbar ist, der Temperaturunterschied von ich rauche normal zwischen ich puste einmal über das Purge-System aus und rauche dann weiter. Also ich find's krass. Wie gesagt, einmal pusten ungefähr 20 Grad und das kann halt wirklich den Unterschied machen zwischen Köpfchen verbrennt jetzt gleich und ist wieder im optimalen Bereich. Ja. Also ist krass. Und auch wenn ihr Freunde habt, die irgendwie nur so sachte ziehen und sich dann die Hitze staut, drückst du einmal vorher drauf, pustest einmal durch, dann nimmst du einen entspannten ja. Zug, ist alles gut. Also es ist schon ein Feature, was man wirklich gebrauchen kann. Klar, wenn das Hitzemanagement immer perfekt ist, dann wirst du das Feature hoffentlich nicht brauchen. Ja. Aber falls du es doch mal brauchst, kannst halt den Unterschied machen zwischen Kopf verbrennt und Kopf ist noch wunderbar. Und ganz ehrlich, wäre das nicht mal im Kopf irgendwie 5 Minuten lang stehen, weil er mal kurz weg muss oder ja. sowas. Und dann einmal kurz Press to Purge, einmal durchpusten, alles wieder super. Ja. Ne, klingelt an der Tür, du musst kurz genau. zur Tür.
Sag, musst du nicht den einen heißen Zug nehmen, ja, um die Pfeife wieder ins Lot zu bringen. Ja, ich glaube, jeder kennt das. 15 Mal pusten, wenn man wiederkommt und dann einmal richtig mit Schmackes durchziehen, damit die ganze Hitze da rauskommt. Ja, das können wir uns jetzt auf jeden Fall sparen mit der Breeze Pro. Sie kostet 199 Euro. Das heißt, wir haben einen Preisanstieg gegenüber der 2 von 50 Euro. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Breeze 2 mit der Edelstahl-Base auch 190 Euro gekostet hat. Und die Edelstahl-Base war nonstop ausverkauft. Ja. Wirklich nonstop. Also die kam immer online, halbe Stunde später war fertig. Ja, muss man auch nochmal dazu sagen vielleicht. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal. Also das war ja wirklich eine Zeit lang so ein Trend, so aus Russland geprägt, diese ganzen POM-Bases. Geht mittlerweile wieder zurück zur Edelstahl-Base. Ja, stimmt. Ja. Wird weniger auf jeden Fall. Hast du recht. Und die haben wir jetzt auch dabei und wie gesagt, ist dann der Preisunterschied eigentlich nur noch ein Zehner. Dafür, dass wir viel mehr Teile haben, dass wie gesagt die Kosten gestiegen sind. Ja. Ich hatte auch einen in den Kommentaren, der meinte, das ist eine Lüge, Edelstahl ist gar nicht gestiegen. Edelstahl ist gestiegen. Ja. Ich habe den Graph am PC, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber es ist geisteskrank gestiegen. Also die Edelstahlpreise sind schon heftig hochgegangen und das in Kombination mit den Energiekosten und dann so viel mehr Teile. Das Team bei Moses ist gestiegen. Ich meine, die müssen auch alle Geld verdienen. 10 Euro mehr. Ich wollte gerade also ein 10er. Also selbst 50 Euro, selbst wenn ich die Edelstahl-Base weglasse, 50 Euro finde ich. Ich finde es nicht geil. Also natürlich wäre es mir lieber, wenn sie 150 kosten würde. Aber sagen wir mal so. Ich jeder besser, aber ich finde es auf jeden Fall vertretbar. Ja. Also ohne dass ich wusste, was die Feature sind, habe ich mir schon gedacht, dass die nächste Breeze wahrscheinlich irgendwas zwischen 175 und 200 Euro genau, kostet. Genau, da wäre ich auch eingestiegen. Also ich hätte gesagt, so wenn sie es schaffen, wäre 174,90 krass. Aber ich bin auch eher dazu gegangen zu sagen, okay, ich denke mal, das geht eher in den 200er-Bereich. Und finde ich so auf jeden Fall völlig vertretbar. Ja, ich finde es nicht geil. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ist so, wie ich es mir gedacht habe, um ehrlich zu sein. Aber sie hat mehr Feature, als ich gedacht habe. Also ich war mir relativ sicher, dass ein verstellbares Blow-Off-System kommt. Mhm. Und das haben wir. Ich habe gehofft, dass eine Edelstahl-Base kommt. Das haben wir auch noch. Aber mit so einem Press-to-Purge-Feature habe ich gar nicht gerechnet. Als ich die ersten Bilder von der Pfeife gesehen habe, da war dieser Knopf, war ich so, wait, what? Was ist denn das? Ja, und ich finde es eigentlich wirklich ein super schönes und stimmiges Gesamtprodukt. Also die Pfeife läuft ungelogen bei mir, seitdem ich die habe, fast durchgängig. Einfach nur, weil ich benutze sie gerne, ich rauche sie super gerne. Und ich brauche auch nicht mehr diese 30 Blow-Offs, sondern mir reichen halt diese drei, wo ich halt, ich stelle die hin und wieder mal um. Ist ganz cool, aber theoretisch könnte ich auch mit einem durchrauchen. Das kann ich auch nochmal zur Stimulation sagen, ne? Also um den Punkt nochmal zu unterstreichen, die Stimulation Ultimate kann natürlich auch das X-Blow-Off Plus-System haben. Dann hast du zwei Ringe mit jeweils vier und nochmal einen Teller, das heißt, du hast 4x4x2 minus 1, weil aus und aus ist aus. Oder aus und aus und aus ist aus, weil du kannst ja den Teller stimmt, auch, das ne? Du könntest immer noch nur Teller machen. Aber ich habe die jetzt voll oft ohne Sleeve geraucht. Ja, ich habe die erstmal mit Sleeve aufgebaut, einfach nur, weil ich gedacht habe, ich baue jetzt direkt alles auf. Aber ich glaube, ich baue die auch wieder zurück, weil ich die einfach so auch super schön finde. Ja, also ich habe die auch am Anfang erst mit dem Sleeve geraucht, aber ich muss auch ehrlich sein, die meisten Sleeves, die ich habe, sind diese weißen, hellen Sleeves. Ich finde, die sehen auf Steamboost meistens sehr schön aus. Auf der Ultimate fand ich es irgendwie auch ohne Sleeve einfach schöner. Mhm. Am Anfang dachte ich, oh, jetzt die Rauchsäule so dünn. Aber ich glaube, das denkt man nur, weil man so oft mit Sleeves gewohnt ist. Ungewohnt, ja. Und jetzt finde ich es schon wieder vollkommen okay. Ja. Und auch dieses Slimme, wenn man dann mit dem Expansion-Ding sie auf eine Steckball packt, auch super nice. Ja. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu Breeze. Wie gesagt, Preis 199 Euro. Was sagst du, Verarbeitung? Kann man überhaupt nicht meckern. Also kann ich hätte nichts Scharfkantiges gehabt. Ja. Ist jetzt nicht alles auf dem Level von der Stimulation. Ja, das merkt man. Also ich hatte ein bisschen Probleme gehabt, muss ich ehrlich sagen, beim Aufbau, weil ich das eine... Du musstest ja den Ring abschrauben. Hast du auch erst falsch rumgedreht? Nee, ich habe richtig rumgedreht. Also ich habe den nicht abbekommen. Also ich weiß nicht, was los war. Aber du hast richtig rumgedreht, sicher? Ich war mir am Ende nicht mehr sicher, ob ich einfach vielleicht falsch rumgedreht habe. Zwischendurch war ich mir auch nicht sicher, ob ich richtig rumgedreht habe. Ich war mit Moritz im FaceTime-Call. Ah. Weil die Pfeife kam an, der hat noch nicht die Aufbauanleitung umgeschickt. Und dann habe ich ihn erstmal angerufen und habe gemeint, hier wollen wir kurz mal zusammen die Pfeife aufbauen, weil ich die ganzen Einzelteile da hatte. Und da habe ich eventuell ein bisschen meinen Finger aufgeschnitten, aber war vielleicht auch ein bisschen dumm von mir. Ja. Also bei mir ist tatsächlich genau dasselbe passiert, aber ich war mir am Ende auch nicht mehr sicher, ob ich vielleicht am Anfang einfach falsch rumgedreht habe. Deswegen habe ich, by the way, Video-Review mit Cinematics ist natürlich online, plus nochmal ein extra Clip vom Aufbau, also Unboxing und Aufbau. Und da habe ich auch extra nochmal gezeigt, wie man da richtig rum dran dreht, damit euch hoffentlich nicht
genau das passiert, was zumindest mir passiert ist, weil ich habe, glaube ich, am Anfang falsch rumgedreht. Mhm. Und dann war der bei mir auch sehr, sehr fest. Ja, damit euch das nicht passiert, falls ihr euch die Pfeife zieht und ihr sie noch nicht aufgebaut habt, guckt euch einmal Unboxing-Aufbau an und dann sollte das easy peasy machbar sein. Aber klar, durch dieses Entlüftungs-Umstellungs-Feature hat die Pfeife natürlich wirklich komplex viele Teile. Ja. Also der erste Aufbau ist schon, brauchst du schon Maschinenbau-Masterstudium. Ja. Ja. Danach weißt du, wie es funktioniert und dann ist alles gut und du musst die auch nicht immer komplett zerlegen. Du kannst die in mehrere Parts zerlegen, das heißt, Reinigung ist jetzt auch nicht so stressig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Teile diese Pfeife jetzt hat, ist okay. Ist okay, ja. Ist okay. Rauchverhalten, was sagst du? Wie gesagt, ich bin sehr, sehr happy. Also ich kann mich null beschweren über das Rauchverhalten. Ich rauche die super gerne. Ich habe die jetzt auch genau im gleichen Setup, wie du sie gerade rauchst, rauche ich die momentan fast durchgängig. Also auch mit der Bowl oder was? Ja, ich habe mir die gleiche gezogen. Ah. Aber in Clear. Ah ja, wild. Ja. Deswegen finde ich super angenehm. Würde ich jetzt bewerten, keine Ahnung, ich würde so vom ist halt, die Bewertung ist halt immer schwierig, wie gehst du dran? Gehst du an subjektive Rauchverhalten dran, dann würde ich wahrscheinlich sagen, für mich eine 8,5 von 10. Auf der Durchzugsskala? Für mich subjektiv, Durchzugsskala wahrscheinlich eine 8, eine 8 oder 7,5. Ich würde dir sogar eine 8,5 geben, weil ich finde, der Durchzug ist nochmal ein klitzekleines bisschen besser geworden als bei der 2er. Ja. Findest du nicht? Ich finde, die ist eigentlich sehr, sehr fast 1 zu 1 zu 2er. Okay, krass. Also ich hätte gesagt, der Durchzug ist ein bisschen besser geworden als bei der 2er und entlüften geht deutlich einfacher als das bei stimmt, der 2er. Ja. Ja. Also entlüften wird natürlich schwerer, je höher man an der Pfeife geht. Ne? Also je weiter oben der Blow-off ist, umso weiter musst du den Rauch drücken, umso höher ist der Widerstand. Und dann fühlt es sich halt ein bisschen schwerer an. Aber ich finde, overall ist es ein bisschen leichter geworden als bei der 2er. Was mir auch gut gefällt. Mhm. Weil das auch heißt, dass du mehr Rauch in derselben Zeit durchsetzen kannst. Und das ist was sehr, sehr Cooles. Ich bin mit beiden Pfeifen auf jeden Fall übertrieben happy. Ja. Ich finde es auch sehr, sehr geil, dass wir endlich wieder neuen Wind kriegen. Ich muss noch kurz ein bisschen off-topic gehen. Diese ganze Negativität in der Shisha-Szene geht mir ein bisschen auf den Sack. Ne? Inwieweit? Ach, egal wo du hinguckst, ist nur Mimimi, ist alles so kacke, bla bla bla, ist alles so scheiße. Ja, wir haben Russland-Ukraine-Konflikt. Wir haben eine komplette Währungskrise. In Amerika sind die ersten Banken hops gegangen. Der Shisha-Szene geht es dann nochmal schlechter wegen 25 Gramm und so. Das stimmt ja auch alles. Aber am Ende des Tages, guck mal, die Pfeifen sind kaum teurer geworden. Sogar, würde ich sagen, vernachlässigbar teurer geworden im Vergleich zu anderen Sachen, wie du eben schon gesagt hast. Und am Ende des Tages ist es immer noch ein leidenschaftliches Hobby. Das heißt, muss man da jeden Cent umdrehen? Weiß ich nicht. Ich verstehe, dass man sich drüber aufregt, aber ich verstehe auch auf jeden Fall deinen Punkt. Also, wie gesagt, ne, lieb ist es mir ja auch nicht, wenn ich mir aussuchen könnte, ob eine Tabakdose 22 Euro kostet oder wie ganz damals irgendwie 12,90 Euro. Obviously würde ich die 12,90 Euro nehmen. Aber so funktioniert es leider nicht. Der Staat, die Regierung spielt da leider gegen uns. Ne? Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, ne, wenn du dir früher eine Tabakdose geholt hast, du holst dir jetzt eine Tabakdose für, was ist so ein durchschnittlicher 200 Gramm Dosenpreis noch? 22 Euro? 23,90. 23 Euro. Ja. So, dann hast du dir dein Oblaku geschnappt, dann hast du da ein bisschen mehr als 20 Gramm reingeschmissen. Das heißt, du hast 10 Köpfe rausgekriegt. Heißt, jeder Kopf hat dich 2,20 Euro gekostet. Ja? Ja. Wenn du dir jetzt einen Lowload holst und du rauchst den mit 10 Gramm oder sagen wir mal sogar 12,5 Gramm, dann kriegst du 2 Köpfe aus einer 25-Gramm-Packung raus. Klar, du rauchst vielleicht 20 Minuten weniger jeden Kopf, aber du kriegst aus einer 25-Gramm-Packung kriegst du 2 Köpfe raus. Du kannst mit 12,5 Gramm wunderbar rauchen. Wenn du mit mehreren Leuten rauchst, sollst du immer noch einen größeren Kopf nehmen, dann ist das eine andere Geschichte, aber so auf uns bezogen. Und das heißt, selbst wenn du dir die teuerste 25-Gramm-Packung kaufst, die es im Moment gibt, mit 5 Euro, ne, meistens die Darkblend-Sorten, so 5 Euro, dann heißt das, wenn du da 2 Köpfe rauskriegst, dass du jetzt 2,50 Euro pro Kopf zahlst, statt 2,20 Euro. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Das also heißt, wir müssen uns ein bisschen schlauer anstellen, aber dann wird es gar nicht so viel teurer. Also ich glaube, das Thema geht allgemein viel tiefer, als du es jetzt beschrieben hast. Also ich verstehe zu 100% deinen Punkt und das wäre auch an sich mein Denken. Nur ich glaube, das lässt sich, das Thema muss man viel, viel weiter auffächern, weil erstmal muss man differenzieren zwischen einem normalen
Mainstream-Shisha-Raucher und der Shisha-Szene als Bubble. Aber für die Mainstream-Raucher ist es doch genau dasselbe. Dann kauf dir jetzt einmal einen Low-Load und wenn du jetzt nur 4 Köpfe im Monat rauchst, jedes Wochenende rauchst du mit deinen Jungs einen Kopf. Jeder macht sich einen Kopf an. Ihr trefft euch, jeder macht sich ein Köpfchen an. Fertig. Dann sind das im auf den Monat gerechnet 1,20 Euro Unterschied. Ja klar, nee, ich will auch auf was ganz anderes. Bei uns sind die 1,20 Euro am Tag. Ja, ich will aber auch was ganz anderes hinaus. Okay. Es geht mir eher darum, dass es gibt einmal die Fraktion, ich gehe in eine Shisha-Bar, die beschweren sich darüber, dass die Preise angestiegen sind, rauchen aber trotzdem Pfeife. Dann gibt es so welche wie wir, die genau das Denken haben wie du. Wir gucken uns den Tabakpreis von früher an, weil wir schon so lange rauchen. Wir gucken uns den Tabakpreis jetzt an und wir wissen, wie wir unser Rauchen optimieren können, dass wir trotzdem auf einem gleichen Niveau rauchen können für ungefähr den gleichen Preis. Dann gibt es aber diejenigen, die schon ein bisschen, oder so nach meiner Theorie jetzt, es gibt aber noch diejenigen, so die im Mittelfeld davon spielen, die zwar weiter in dem Thema drin sind, die haben eine Pfeife zu Hause, vielleicht sogar 2, 3, die haben eigene Köpfe zu Hause und die denken aber nicht, oder die wollen sich gar nicht so weit in das Thema hineinsteigen, wie wir das machen, um das Rauchen in dem Sinne so zu optimieren, sondern die wollen einfach nur gemütlich ihren Kopf rauchen, wie sie es immer geraucht haben. Und die sehen dann einfach nur den totalen Anstieg des Tabakpreises, die 25-Gramm-Regelung etc. Und daher kommen auch die Beschwerden. Das heißt, ich will ja auch nicht sagen, dass die Themen nicht abfacken. Ja, also wie gesagt, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich gerne natürlich auch immer noch 200-Gramm-Dosen haben und einen günstigeren Tabakpreis. Aber das ist nun mal Gesetz gegeben. Genau. Und jetzt liegt es ja an uns, irgendwie bestmöglich damit umzugehen. Und was ich sage, was ich an Negativität mitbekomme, also erstmal meine Antwort auf deine Aussage ist, dann ist unser Problem zwar auch der Tabakpreis, aber vor allem Unwissenheit. Unwissenheit und nicht, dass die Leute sich nicht genug mit dem Thema beschäftigen ja. wollen, als dass es das Problem... Aber kriegen wir nicht trotzdem irgendwie diese Infos an diese Leute? Mein Punkt ist aber eigentlich eher ein anderer. Mhm. Also ich finde meine Punkte stimmen, ich finde deine Punkte auch stimmen und sind auch saugut. Aber mein Punkt ist, wir können die Regeln nicht ändern. Und wir können uns jetzt überlegen, oder jeder von uns hat eine Wahl, ob er sich dieses Hobby, und für mich ist es eins meiner absoluten Lieblingshobbys, ja. große Leidenschaft von mir, ob ich mir das madig reden lasse oder ob ich sage, das sind die Regeln und ich versuche jetzt das Beste darum herum rauszuholen. Weil am Ende des Tages ist das alles, was wir machen können. Und es ist dann deine Entscheidung, ob du dich damit jetzt scheiße fühlen willst oder ob du das Beste rausholst und dann sagst, okay, so ist es halt. Ja klar, zu 100%. Da bin ich ja auch voll bei dir. Und diesen Mindset-Shift, oh Gott, jetzt sind wir so... Nee, aber das ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Also diesen Punkt bei den Leuten zu triggern, das ist ja genau das, was momentan fehlt. Ich glaube, deswegen ist auch diese Negativität gegenüber der ganzen Thematik momentan so hoch. Weil wir, oder wie du es gerade erklärt hast, wir wissen, was wir machen können, was wir machen müssen, dass wir zum Beispiel beim Preis jetzt und so weiter, dass wir ungefähr das Gleiche raus haben und trotzdem noch happy sind, eine Pfeife zu rauchen. Ja. Aber ich glaube, wie schon gesagt, bei vielen ist es einfach der Fall, die hängen halt noch in 2016, 2017 und wollen ihren Oplaco M mit dem gleichen Tabak rauchen und fucken sich jetzt halt drüber ab, dass die Dose F & Queen nicht mehr 16,90 kostet, sondern 23,90. Das ist auch absolut verständlich. Genau. Aber glaubst du nicht, es würde was ändern, wenn von den Shops nicht nur Gemecker kommen würde, wie scheiße das alles ist und wie schlecht es allen geht und wie gefickt die Shisha-Szene ist? Glaubst du nicht, es würde was ändern, wenn alle sagen, Leute, die Regeln sind wirklich zu unserem Nachteil, haben sich entwickelt zu unserem Nachteil, aber wir können alle Folgendes machen, damit wir trotzdem noch Spaß bei unserem Hobby haben. Natürlich wäre das vorteilhaft. Ja. Aber und das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Ja, genau. Weil, also ich will mir das Thema nicht kaputt machen lassen, ich will das so lange weitermachen. Ob ich jetzt YouTube als Job machen kann oder nicht, das ist gerade komplett Nebensache. Es geht nur um Marvin Mark Pfeife rauchen. Ja. Fertig. Und ich will das so lange einfach möglichst gut durchziehen, wie es irgendwie geht. Ja, zu 100%. Und auch diese Message übermitteln und nicht, Tabak ist teurer geworden und 25 Gramm ist scheiße. Ja, stimmt, aber wir können es nicht ändern, Digga. Get over it, versuch's Beste rauszuholen. Aber an dem Punkt waren wir zum Beispiel nie, weil wir halt so in diesem... Boah, ich finde auch aus der Szene hört man da viele sehr negative Stimmen. Ich finde aber einen Hauptteil der Leute, die jetzt hier gerade so als Blogger tätig sind, sage ich mal, kam wenig reines Negatives, sondern es kam viel Konstruktives und also viel konstruktive Kritik zu dem Thema. Also ich
Die haben ja auch einen Cast gemacht, wo wir so ein bisschen argumentiert haben, warum kommt die 25-Gramm-Regelung, und dann aus zwei Lagern argumentiert, was das für Vorteile hätte theoretisch. Aber das war konstruktiv, das war nicht nur reines Meckern, so nach dem Motto, scheiße, Tabak wird teurer, ich höre auf mit Pfeife rauchen. Sondern ich denke vielmehr, dass wir wirklich lösungsorientiert geguckt haben, was kann man besser machen. Und auch viele Hersteller da mitgeguckt haben, jetzt zum Beispiel Loadout von Hukain. Ja. Manche. Aber ach so. Ich wollte nur, dass du nochmal ins Mikrofon wiederholst, der Low Load von Hukain. Ja, Low Load. Weil ich hatte mein Mic gerade nicht wirklich cool. Habe ich gerade so zu spät gecheckt. Ja. Jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Perfekt. Shisha-Messer. Aber auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, solange es kein Aromaverbot gibt, um den Schlenker noch zu schließen, ja, werden wir auch weiterhin ganz normal Pfeife rauchen können. Also da können wir vielleicht auch nochmal gerade zwei Sätze zu sagen. Genau. Punkt Nummer 1. TPD3 kommt. Das ist Fakt. Die Frage ist aber, wann und mit welchem Inhalt. Ja. Das sind unsere Variablen. Nicht ob TPD3, weil viele Leute kommen dann in Livestream-Chat und sagen, glaubst du, TPD3 kommt? Ja, TPD3 kommt. Das ist Fakt. Das wird sich nicht ändern. Die Frage ist aber, was wird in TPD3 drinne stehen und wann kommt TPD3? Ja. Wenn Aromaverbot drin steht, ist die Frage, wann kommt das, die wichtigste für uns. Genau. Aber erstmal ist für uns die wichtigste Frage, kommt da das Aromaverbot für Wasserpfeifentabak rein? Weil ich verstehe den Sinn hinter einem Aromaverbot für viele Tabakkategorien. Sowas wie Snus oder Tabakpouches. Das muss meiner Meinung nach jetzt nicht nach Erdbeer oder Himbeere oder weiß nicht was schmecken. Für Vapes und Wasserpfeifen ist das für mich aber ein ganz anderes Thema. Vapes sind eh super neu. Also ich meine, Vapes gibt es so ungefähr seit 10, 15 Jahren jetzt. Mhm. Sagen wir mal, relevant sind sie seit 10 Jahren und vielleicht gibt es sie seit 20 Jahren. Wasserpfeife gibt es seit dem 15. Jahrhundert und seit dem 18. Jahrhundert gibt es Wasserpfeife mit Geschmacksrichtung. In Ägypten, jetzt kann ich mein Wissen aus meinem Geschichte der Shisha-Video auspacken. Im 18. Jahrhundert wurde in Ägypten nämlich zum ersten Mal Muassel gemacht. Das heißt eigentlich einfach nur mit Honig. Und da wurde Tabak mit Honig angefeuchtet und diesem Gemisch wurden dann noch getrocknete Früchte hinzugefügt. Zum Beispiel getrocknete Trauben oder Minzblätter oder Apfelstücke. Und so hatten wir zum ersten Mal aromatisierten Wasserpfeifentabak. Das heißt, seit 3 Jahrhunderten gibt es Wasserpfeifentabak mit Geschmack. Das ist ein essentieller Bestandteil von Wasserpfeifentabak. Das ist nicht einfach nur, also dann schmeckt es besser. Das ist Wasserpfeifentabak. Wasserpfeifentabak ohne Aromen ist irrelevant. Mit ganz wenigen Ausnahmen und vor allem keine, die wir in Deutschland hätten, sowas wie Tombaksteine, wo du Tabakblätter hast, dann Kohle drauf. Abgesehen von solchen Ausnahmen könnte Wasserpfeifentabak nicht überleben, wenn keine Aromastoffe drin wären. Und das hat geschichtsträchtige Auswirkungen bei der Wasserpfeife, die bei der Vape nicht zu tragen kommt. Vape wäre genauso gefilmt, Vapen ohne Aromen ist genauso scheiße, aber du hast nicht diese Jahrhunderte Kultur hinter einer Vape, wie du es bei einer Shisha, Wasserpfeife, Nagele, wie auch immer du es nennen willst, hast. Habli babli. Grüße gehen raus an alle Südafrikaner. Warum nennt ihr das so? Und deshalb, ich verstehe den Punkt vom Aromaverbot, aber ich kann nicht verstehen, wie man so blind sein kann und das auch auf eine Wasserpfeife übertragen kann. Das verstehe ich nicht. Dann mach es meinetwegen noch teurer. Ich meine, die haben ja jetzt mehr als genug Maßnahmen im Shisha-Bereich rausgebracht. Jetzt noch ein Aromaverbot. Das wäre so, Digga, der liegt schon seit 2 Jahren auf dem Boden und jetzt gibst du ihm noch einen Kopfschuss. Ja. Was soll das? Ja? Aber es ist nichts verloren. Aber hier nochmal der wichtige Aufruf. Ich habe ein Video zugemacht. Es gibt gerade noch eine Stellungnahme von der EU. Die müssen alle ausfüllen. Alle. Genau du. Ja, ich meine dich. Du gehst jetzt auf mein Video, klickst jetzt auf den Link und füllst dieses Ding aus. Das ist, was wir machen können. Und dann guckst du erst weiter. Dann guckst du weiter. Shisha-Cast. Darfst du übrigens auch nur auf die Messe kommen, wenn du das Dokument aufgefüllt hast. Ja, ansonsten hauen wir dich. Ja. Ganz oft. Ganz, ganz oft. Aber ohne Kratzen. Und ohne Treten. Und ohne Beißen. Aber hauen. Hauen tun wir. Ja. Speaking of Messe. Ja. Alex, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Folgendes. Also ich habe ja schon angekündigt, ne, ich habe noch eine Geschichte zu der Messe und die kommt jetzt. Ich habe ein Shisha-Messe, hast du irgendeine, ich frage gar nicht. Hör einfach zu, lehn dich zurück, genieß dein Pfeifchen, hör einfach zu. Wir haben einen Shisha-Messe-Special-Stream gemacht.
Und da habe ich erstmal, ich habe mir mehrere Tabs aufgemacht, habe das alles vorbereitet, ne? Einlass, Timetable, Ticketpreise, Infos, Ausstellerliste und dann auch den Messeplan. Dann ist mir was auf dem Messeplan aufgefallen. Wir sind so durchgegangen, ah, der ist da, da könnt ihr mal vorbei und der Stand ist cool und der ist hier und hier. Und dann waren wir beim Mose-Stand. Aber es geht nicht um den Mose-Stand. Okay. Es geht um den Stand neben dem Mose-Stand. Du meinst den Onmo und den Case-Stand? Nein. Das ist ja auch Mose. Ja. Neben dem Mose-Stand war ein kleines Feld. Okay. Ein kleines Feld. Ja. Von 7x5 Quadratmetern. Mhm. Da stand nix. Da stand nichts. Der war leer. Kann man den noch mieten? Das hat sich dann natürlich, haben wir uns natürlich auch gefragt. Ja. Und also eigentlich hat es damit gestartet, dass ich einfach so doof wie ich bin gesagt habe, stellt euch mal vor, wir hätten einen SWG-Messestand. Was glaubst du, wie der Chat reagiert hat? Komplett ausgerastet, Bits überall, Donations, Mitglieder, Superchat, Nachrichten, komplett eskaliert. SWG-Messestand, wir wollen das, mach das, bitte mach das. Irgendwann hatte mich der Chat tatsächlich so weit, dass ich im Stream den Hamid angerufen habe. Dann habe ich den Hamid gefragt, Hamid, wie sieht's denn aus? D18, geht da was? Was kostet das Gerät? Dann hat der Hamid gesagt, der ist weg. Ah. Oh. Das ist belastend. Ja, das war sehr belastend. Aber schöne Geschichte, oder? Ja, schöne Geschichte. Machen wir weiter. Ja. Der Hamid hat aber noch was gesagt. Ja, was hat er noch gesagt? Ich hätte da noch den F01. Okay. Der F01 ist ein Eckstand direkt am Eingang. Wenn du reinkommst in die Messe, gehst du links an der Wand entlang und da ist der F01. Mhm. Und der ist frei. Das Problem ist allerdings, der hat dann nicht mehr 35 Quadratmeter, sondern eventuell 102. Ich hab den gekauft. Dein Ernst? Ich hab den gekauft. Ich hab gestern diesen Stand gebucht. Ja. Ich hab einen Messestand, Alex. 102 Quadratmeter. Am Ende sitze ich da mit 3 Leuten, rauche eine Pfeife. Aber hey, SWG hat einen Messestand. Wie geil ist das denn? Ja. Ich hab dann im Stream erstmal gesagt, ne, weil der Chat war schon geisteskrank am Ausrasten. Ich habe gesagt, Leute, bitte beruhigt euch, ihr wisst nicht, was so ein Messestand kostet. Also, ich glaube, es gibt irgendwie so Rechnungen von jeder Quadratmeter Messestand kostet irgendwie 120 Euro oder sowas. Wenn man das kurz hochrechnet, ist das ein fünfstelliger Betrag. Ja. Da habe ich gesagt, Chat, beruhigt euch. Wenn mir nicht irgendeine geile Lösung einfällt und ich nicht irgendwie mit dem Hamid noch reden kann, mit der Shisha-Messe reden kann, dass sie vom Preis noch runtergehen, dann kann ich das nicht machen. Mhm. Ich kann keine, sagen wir einfach mal, 15.000 Euro für einen Messestand bezahlen. Also, wenn man sieht ja immer Influencer so, die Großen, weißt du, die dann abertausende Euro verdienen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe keine 15.000 Euro, die ich einfach mal so raushauen kann. So nebenbei geht nicht. Geht nicht, so nebenbei nicht, ne? Klar, wenn man mal eine Woche drüber nachdenkt, vielleicht, klar. Nee, aber also, ich habe mir sehr, sehr große Sorgen gemacht in dem Stream. Also ich war absolut überwältigt vom Chat, wie krass die Leute da mit dabei waren. Es war, als ob man mich in warme Wolle packen würde, in warme Watte, weil so viel positiver Zuspruch, so viel Support von der Community, es war einfach geisteskrank. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen, stellenweise. Und das ging dann noch weiter. Dann hat das irgendwie der Alex von Stimulation mitbekommen, ruft mich im Stream an, sagt, Marvin, ich stell dir Pfeifen. Sag, wie viele Pfeifen du brauchst, ich stell dir die Pfeifen. Ich so, ihr seid doch alle geisteskrank. Ich leg mit dem Alex, ich sag, 1000 Danke, leg auf. 5 Minuten später ruft mich ein Uhr an. Marvin, wir stellen dir so viel Tabak, wie du brauchst. Wir stellen dir so viel Kohle, wie du brauchst. Kannst du bei uns abholen, Kohle, wir machen sie an, hol die Kohle. Dann ruft mich Hamid an. Marvin, wir stellen dir die Stühle. Wir stellen dir den Teppich. Der ist mit dabei. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich nehme das alles auf. Hamid und ich, wir telefonieren morgen nochmal. Wir reden nochmal über den Preis. Okay, gesagt, getan. Haben wir ein gutes Angebot gemacht. Sagen wir mal, von absolut geisteskrank unrealistisch sind wir zu
holy shit, ich glaube nicht, dass ich das auf die Beine gestellt bekomme. Okay. Das sind die Preise, die ich nennen kann. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt, saß um 10 Uhr mit meiner Pfeife am PC und habe den ganzen Tag telefoniert. Den ganzen Tag telefoniert, den ganzen Tag geplant. Die Discord-Jungs helfen mir, und Mädels, helfen mir geisteskrank. Also gerade die, ich sag mal, also es gibt ja die normale Community, oder was heißt die normale, aber es gibt die Community. Und innerhalb der Community gibt es dann nochmal die Hausherren, die ja schon sehr viel finanziellen Support für den Channel dalassen. Ne? Hausherrenmitgliedschaft kostet 25 Euro im Monat. Ich habe da netto unterm Strich 8 von, wenn man alle Abzüge, aber ne, geisteskranker finanzieller Support. Ja. Und dann gibt es ja von den Hausherren nochmal die, die fast täglich auf dem Discord sind. Und mit denen habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, Leute, wenn wir das machen, dann brauche ich von euch allen Hilfe. Weil wenn ich auf diesem Messestand bin, dann werde ich wahrscheinlich nonstop irgendwie mit Leuten reden und unterwegs sein. Freitags muss ich mich mit Basti noch um das Messevideo kümmern. Das heißt, eigentlich muss, wenn so ein Messestand Realität werden sollte, komplett ohne mich funktionieren. So, und die waren halt auch alle gehypt und so, let's go, der Messestand. Ich so, Leute, ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch da alle mit reinziehe. Ihr müsst mir alle helfen. Ja, ansonsten funktioniert es nicht. Ja, klar. Ich kriege das nicht alleine hin. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ein Team von 20 Mann. Krank. Wir haben schon Aufbau geplant. Wir haben Messestand geplant. Ich habe den Messestand gebucht. Ich habe alles in dem... Ich habe noch so geile News. Kurz semi-off-topic von dem SWG macht den Messestand. Mhm. Beste News für Content-Creator... Freitags auf der Messe ist ab diesem Jahr Musik verboten. Ja. Das stand aber schon lange fest. Ja. Wusstest du nicht? Nee. Er ist super geil. Ja. 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 Das ist eigentlich nur mein Punkt. Achso, okay. Weil, was war das die letzten Jahre für ein Struggle, wenn man Videos machen wollte oder so und so da lief überall Copyright-Musik. Erstens, du hörst nichts. Zweitens, du kriegst Copyright-Strike. Ja. Ich habe dann Ideen ausgearbeitet und auf der letzten Messe war es ja so, dass doch relativ viele Leute ein Foto machen wollten. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle zwei Roll-Ups hin an meinem Stand. Man kann Fotos mit mir einfach nur an meinem Stand machen. Wenn jemand ein Foto will, sage ich, komm zum Stand, machen wir ein Foto. Und dann stelle ich da diese zwei Roll-Ups hin und auf den Roll-Ups sind erstmal meine Socials und irgendwie SWG-Messestand 2023, ich war dabei, irgendwie sowas. Ja. Und Sponsorenlogos. Dann habe ich gestern den ganzen Tag rumtelefoniert und habe gesagt, hier, ich packe dein Logo da drauf, das ist auf 1000 Fotos drauf. Gib bitte Geld, weil ich will Messestand machen. Ja. Und das ist Ich habe den gebucht. Krass. Wir haben einen 102 Quadratmeter SWG-Messestand. So krank. Ja. So geil. Ich habe noch geisteskrank viel Angst. Ich habe mir die nächsten zwei Wochen, also... Jetzt verstehe ich auch, warum die nächsten zwei Wochen keine Zeit hast. Yep. Das konnte ich dir vorhin noch nicht besser erklären. Das, der Rest, den ich dir gesagt habe, stimmt aber übrigens trotzdem. Ich muss trotzdem super viele Videos drehen. Plus einen kompletten Messestandplan. Und ich habe gestern schon wirklich, ich weiß nicht wie lange, 13, 14, 15 Stunden straight am PC gesessen und nonstop telefoniert, geplant, gemacht, getan. Und ich glaube, das wird Realität. So geil. Und wir werden, deswegen kommt auch noch der Ümit vorbei, übrigens, falls du dich gewundert hast, warum kommt der Ümit einfach vorbei. Nee, ich habe gedacht, ja, keine Ahnung. Wir können die Pfeifen nicht komplett kostenlos anbieten. Dafür kostet der Messestand zu viel. Wir müssen irgendwie wieder Geld reinkriegen. Mein Plan wäre, der Ümit kommt vorbei und es gibt am SWG-Stand Shishas bei Umera. Das ist geil. Ja, mit dem gestellten Zeug und wir verdienen dann Geld, sodass ich den Messestand noch mit refinanzieren kann. Ja. Der Ümit baut die Köpfe, da will der Ümit natürlich auch Geld für, klar. Ja, klar. Ja. Und das ist aktuell so das Konzept. Also das Konzept sieht folgendermaßen aus für den Stand. Wir haben 102 Quadratmeter, wir machen 20 Quadratmeter für Team, wo unsere Leute dann mal sich entspannen können, mal eine Pfeife rauchen können und wo wir auch das ganze Küche, Zeug lagern können. Genau, so die typische Küche. Basically die Shisha-Bar-Küche einmal abgegrenzt. Genau. Da machen wir eine Theke, wo dann der Ömit die Köpfe bauen kann und so. Und wir müssen ja auch irgendwo die ganzen Pfeifen lagern. Und dann kannst du bei uns vorbeikommen, kannst eine Pfeife für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro rauchen oder so. Und dann stehen auf dem restlichen Platz stehen einfach nur Stühle rum. Vielleicht noch ein paar funny SWG-Poster oder so. Wir müssen gucken, was wir jetzt, weil allein so ein Poster drucken dauert ja meistens schon eine Woche. Das heißt, wir haben auch keine zwei Wochen. Erstens haben wir überhaupt nicht zwei Wochen, weil der Aufbau beginnt Mittwoch. Ja. Ab Mittwoch darfst du aufbauen. Mittwoch, Donnerstag, ja. Ja, Mittwoch, Donnerstag ist Aufbau. Das heißt, wenn wir Mittwoch aufbauen wollen, habe ich jetzt noch anderthalb Wochen. Wenn ein Poster eine Woche dauert zum Produzieren, habe ich jetzt noch eine halbe Woche und wir haben heute Samstag und morgen Sonntag, das heißt, zwei Tage sind auch nochmal raus. Ja. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, vielleicht noch Donnerstag wird für mich die absolute Hölle. Ich werde am Ende des Tages hoffentlich kein Geld verbrennen. Mhm. Mein Traumziel ist, dass ich am Ende des Tages 0 auf 0 rausgehe, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Das heißt, alles, was ich habe, ist Stress, aber ich hoffe einfach, dass ich was richtig Geiles für die Community aufstellen kann
und dass wir einfach, es ist auch einfach insane geil, dass wir einen fucking 102 Quadratmeter SWG-Messestand haben. Das ist gerade einfach so surreal, dass du einen Messestand hast. Also dieses, so stell dir vor, wir waren die letzten Jahre immer auf der Shisha-Messe, so, ja. Denk mal an deine erste Shisha-Messe und ja. Stell dir vor, du wüsstest da so, ja, so in 5 Jahren habe ich hier einen Stand von 102 ja. Quadratmeter. Ja. Das ist geisteskrank. Ich habe auch, ich sag dir, wie es ist, als ich mit Hamid telefoniert habe und Hamid hat mir die ganze Zeit keinen Preis gesagt, ne? Erstens, weil es nicht öffentliche Infos sind, was so Messestände kosten und wir im Stream telefoniert haben. Mhm. Und zweitens hat er halt die ganze Zeit nur gesagt, kriegen wir schon hin. Mhm. Und ich dachte mir so, Bruder, jeder Verkäufer, der mir gesagt hat, kriegen wir schon hin, haben wir nicht hingekriegt. Aber wir haben es hingekriegt. Krass. Ja. Messestand. So geil. Ja. Ey, wie geil. Ja. Also, bist herzlich auf eine Pfeife eingeladen am SWG-Messestand. Da komme ich auf jeden Fall Freitag vorbei und lass mir von Immet erstmal ein schönes Köpfchen bauen. Ja. Für dich auch nur 20 Euro, was? Perfekt, danke. Ja, und das ist gerade geisteskrank viel Arbeit. Richtig geisteskrank viel Arbeit. Wie gesagt, ich gestern irgendwie 14, 15 Stunden reingesteckt. Ich habe gestern noch was gemacht. Da würde ich gerne ganz ungenierte Werbung für im Shisha-Cast machen, wenn das für dich okay ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Nee. Achso, doch. Ja, doch. Ja. Ja, da kannst du auf jeden Fall Werbung für machen. Ebenfalls zur Refinanzierung vom Messestand. Ich struggle ja schon seit ungefähr 1,5 Jahren mit Merch. Ich wollte ja eigentlich dann Oversized und Cropped Shoulder oder Dropped Shoulder. Ich wollte eigentlich richtig geilen Merch machen. Das hat aber die ganze Zeit nicht geklappt, weil ich es dann auch Made in Europe haben wollte. Und das in Verbindung mit den Schnitten, die ich wollte. Und ich wollte halt nicht 70 Euro für ein T-Shirt nehmen müssen, was bei so einer kleinen Stückzahl dann halt irgendwie hätte gewesen sein müssen. Long story short, ich habe seit 1,5 Jahren versucht, coolen Merch zu machen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe jetzt klein beigegeben. Wir haben jetzt normalen Merch. Das ist nicht die krasseste Qualität an T-Shirts, also es ist jetzt kein Peso LFDY, das war ja eigentlich so mein Maßstab, an dem ich mich messen wollte, ne? Das ist es nicht. Es sind Spreadshirt-Shirts, die sollten okay sein, ich hatte schon mal ein paar Spreadshirt-Shirts. So Spreadshirt-Shirts, ja. Spreadshirts. Das sind jetzt ganz normale Merch-Shirts, aber wenn ihr Lust drauf habt, wir packen euch in die Shownotes mal den Link zu dem Merch-Shop, guckt euch gerne um, wenn ihr was einkauft, das bisschen, was ich dran verdiene, kann ich noch direkt mit in den Messestand schieben. Es wird auch noch ein messeexklusives Design geben. Und maybe, wenn die Folge rauskommt, habt ihr maybe noch genug Zeit. Ansonsten habt ihr es hoffentlich schon bei mir im Stream gesehen. Da werde ich das morgen Abend announcen, sowohl mit dem Merchstand als auch mit dem Messestand. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt erzählen kann. Und auch nur, weil die Ausstrahlung später ist. Ja. Übrigens hat die Shisha-Messe ein kleines Hoppala gemacht. Die haben mich schon auf dem offiziellen Messeplan drin. Oh. Das heißt, hättest du heute aus Versehen den Messeplan gesehen, hättest du schon gewusst. Ich wollte ihn eigentlich sogar noch vorhin aufmachen, weil ich gedacht habe, wir machen noch Messe. Also das ist ja so funny, wenn du einfach nur so, Marvin, F01, ja. Was ist das? Excuse me? Ja. Willst du noch ein paar allgemeine Messeinfos raushauen? Ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich bin auch noch ziemlich mindblown. Ich war auch schon vor der Info, war ich schon sehr, sehr hyped auf die Messe. Weil ist einfach jedes Mal ein geiles Ereignis. Man sieht die ganzen Leute, man kann den ganzen Tag nonstop, ohne sich Vorwürfe zu machen, Pfeife rauchen. Man fängt um 9 an, hört um 18 Uhr, man hört nicht um 18 Uhr auf, man geht danach noch zum Meer und raucht weiter. Und die Messe geht ja dieses Jahr von 11 bis 19 Uhr. Von 11 bis 19 Uhr? Ja, die haben eine Stunde nach hinten verschoben. Ah, cool. Sonst war ja immer 10 bis 18, ja. Dieses Jahr ist 11 bis 19. Ah, cool. Was ich übertrieben geil finde, ja, weil find für meinen cool. Schlafrhythmus ist das perfekt. Zu 100%. Ja. Ja. Nee, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also kannst stundenlang ohne eine Ausrede zu brauchen, Pfeife rauchen, ja. Ja, ich werde, denke ich mal, wieder viel am Squeeze-Stand sein. Ich werde nicht da arbeiten, vielleicht Sonntag ein bisschen aushelfen. Aber ansonsten werde ich mich da viel aufhalten. Brauchst ja auch Zeit, um viel Zeit am SWG-Stand zu verbrauchen. Genau, das kommt auch noch. Verbringen. Jetzt nach der Info weiß ich auf jeden Fall, ich werde so zwischen Squeeze und SWG pendeln. Sehr gut. Ja, ansonsten... Wir müssen einfach noch diese Couch und diesen Stuhl mitnehmen und dann haben wir die Shisha-Cast-Lounge. Wir machen einfach einen Messecast. Das ist dann der Messecast. Wir werden keine Zeit haben. Funktionieren. Wir werden A, keine Zeit haben und B, wird die Audioqualität auf der Messe schrecklich sein. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf. Auch so nach letztem Jahr, wo ich ja wirklich alle 3 Tage gearbeitet habe, hatte ja wirklich nur immer so sporadisch Zeit, ein bisschen rumzulaufen. Darauf freue ich mich dieses Jahr mal wieder, vor allem mehr Zeit mit den Leuten auch zu verbringen. Weil es war dann immer so zwischen Köpfe bauen, mal ein Foto machen, ein bisschen quatschen. Dies ist ja auf jeden Fall um einiges mehr. Und ja, ich bin super gehypt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt auf die Vorstellungen, die da sein werden. Yep.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, deswegen sage ich jetzt lieber nichts. Was vielleicht kommt oder was da sein wird oder was käuflich erwerbbar sein wird. Aber freue ich mich auf. Es sollte vieles kommen, was die Leute erwarten und maybe noch das eine oder andere, was man nicht erwartet. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich würde schon sagen, dass 98% von dem, was ausgestellt wird, dass man das vorher auf Social Media gesehen hat. Weil mittlerweile wird halt alles über Social Media angekündigt. Das stimmt. Das ist nicht wie früher, dass dann alle Neuerungen auf einer Messe vorgestellt werden. Das meiste werdet ihr schon kennen, ne? Also macht euch da keine falsche Hoffnung. Das stimmt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich einfach wieder, die Leute zu sehen, ein bisschen rumzulaufen. Ja, und aus der Konsumentensicht, ne? Also gerade wo die Tabakpreise ja doch ein wenig gestiegen sind, ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass man auf der Messe ordentlich viel probieren kann. Ja. Macht euch eine schöne Liste auf dem Handy, schreibt euch auf, was ihr geil findet und dann verbrennt ihr kein Geld, wenn ihr Tabak kauft, der euch dann sonst vielleicht nicht geschmeckt hätte. Genau. Weil dann wisst ihr schon, dass er euch schmeckt. Ja, das trifft sehr, sehr gut. Ja. Ansonsten sind wir, ich weiß nicht, hast du schon Pläne für nach der Messe? Das war auch sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, Mitte März, also noch über einen Monat vorher, vor der Messe war ich um mehrere gewesen und dachte so, ja komm, einen Monat vorher, ich frage mal Immet, wie es denn so nach der Messe aussieht. Hab so Immet angehauen, man so, hier, wie sieht's denn hier Freitag, Samstag, Sonntag, wie hast du noch Platz? Sollte ja noch nicht so viel los sein. Immet guckt mich so an, Alex, ist ausgebucht. Und ich komplett, also wie ausgebucht, verarschst du mich gerade? Also, du kannst mir nicht erzählen, dass alle drei Tage nach der Messe über einen Monat vorher schon ausgebucht sind. Und meint er so, ja, einen Tag hast du anscheinend. Ich habe den Samstag das komplette Umera ab 9 reserviert, ja. Und soll ich dir was sagen? Ist full. Ist full. Also, wenn du mit Miss Directly kommen willst, kriegen wir dich irgendwie noch reingequetscht, aber ist full. So krass. Nur mit den SWG-Leuten. Krass. Ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal nicht reserviert. genau, vielleicht komme ich dann Samstag noch vorbei. Spontan. Du bist eingeladen, komm rum. Vielen Dank. Ansonsten ist noch nichts großartig geplant. Also ich denke mal, sonst wird das spontan vielleicht mit dem einen oder anderen was essen gehen. Ja. Vielleicht noch da oder hier und da einen Kopf. Aber also wir werden sowohl Freitag nach der Messe als auch Samstag nach der Messe, wir haben in Nazar reserviert. Das heißt, wir gehen immer von, ist derselbe Plan für jeden Tag. Mhm. Beziehungsweise nicht ganz, weil es kommt ja jetzt dazu, dass wir Mittwoch, Donnerstag aufbauen müssen. Übrigens, allein das, weißt du, wie geisteskrank kompliziert es ist, so einen scheiß Parkausweis zu bekommen, dass du als Aussteller da reinfahren darfst? Nee. Das ist so viel Bürokratie. Ernsthaft? Du musst zwei verschiedene Formulare ausfüllen. Was? Ja. Du musst so ein komplett, es gibt irgendwie so ein elektronisch geregeltes Einfahrverfahren für Messe Frankfurt. Das musst du ausfüllen. Da musst du alle Kennzeichen angeben, den Fahrer angeben, seine Funktion angeben und dann musst du nochmal dieses Papierstück, was dann vorne noch im Fahrzeug liegt, ausfüllen. Es ist wirklich viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Ich komme Donnerstag gerne ein bisschen zum Helfen rum. Also ich bin Donnerstag... Muss ich noch dein Fahrzeug eintragen oder du musst irgendwo mitfahren? Nee, das ging letztes Jahr auch so. Also hast eh ein Ausstellerticket? Nee, also... Ja, für Anlieferer musst du das ausfüllen. Ja, nee, letztes Jahr war es so, da muss ich dann nochmal fragen, aber letztes Jahr war es so, ich konnte Donnerstag einfach ohne Probleme reinfahren. Ich hatte mein Ausstellerticket dabei. Ich glaube, wenn ich das überhaupt dabei. Das ist der Punkt. Du hast dein Ausstellerticket. Achso, okay, gut. Ja, okay. Das ist der Punkt, ja. Dann kommst du rein. Ja. Aber für alle Leute, die kein Ausstellerticket haben, musst du diese Zufahrtsgenehmigung machen. Ich sehe. Ja. Und trotzdem übrigens Parking bezahlen. Ja, das stimmt, ja. Wenn du dir für, weiß ich nicht, 20, 50.000 schon einen Messestand gekauft hast. Ey, wir hätten aber gerne noch 50 Euro für 3 Tage parken, bitte. Mm. Das ist aber dann Messe Frankfurt, ne? Das hat nichts mit Shisha-Messe zu tun. Die sind da nicht die Schuldigen. Nee. Das hat mich letztes Jahr auch ein bisschen verwundert, dass ich da noch parken bezahlen musste. Ja, das ist schon krass. wo waren wir denn? Achso, der Messeplan, genau. Also, vielleicht verschiebt sich unser Nazar und dann auch Umera nochmal um eine halbe Stunde, weil wir jetzt halt wirklich warten müssen, bis alle raus sind. Wir müssen alles wegräumen, alles sauber machen, dies, das. Und dann gehen wir bei Nazar essen. Und ich hatte für Samstag und Freitag reserviert. Samstag sind wir jetzt knapp 40 Leute. Freitag sind wir in Anführungszeichen nur 20 Leute. Mhm. Und ich habe am selben Tag im Umera für Samstag und Freitag reserviert. Da habe ich vor ein paar Wochen dem Immet geschrieben, du sag mir doch nochmal, für wie viele Leute ich freitags jetzt schon reserviert hatte. Stunde keine Antwort. Ja, das hat er mir erzählt. Krieg einen Anruf vom Immet. Marvin, du hast nicht reserviert für Freitag. Ich so, Immet, haha, sehr witzig, April, I get it. Wie viele Leute waren das denn? Du hast nicht reserviert. Ich so, Immet, ich habe diesen scheiß Zettel selbst geschrieben. Ich habe am selben Tag für Samstag und Freitag reserviert. Long story short,
es gibt keine Reservierung von mir für den Freitag. Und jetzt stand ich da mit 20 Leuten, denen ich Bescheid gesagt habe, Jungs, Mädels, wir gehen Freitag schön Pfeife rauchen nach der Messe. Ich habe nichts vom Pfeife rauchen. Aber Gott sei Dank, die Bar, wo ich meinen ersten Kopf jemals geraucht habe, hat mir den Arsch gerettet. Simba. Die Simba. Wir sind freitags in der Simba. Wir kriegen einen von beiden Räumen komplett für uns. Ach krass. Können sogar eigene Setups mitbringen, bezahlen einfach den normalen Preis, was ein Kopf kosten würde. Können eigene Setups mitbringen, müssen wir aber nicht. Mhm. Die haben ja auch mittlerweile Funnel, HMD, bisschen Darkblend. Ja. Er holt sogar nochmal extra viel Darkblend für den Tag. Patrick, Kuss geht raus. Die Rettung. Die Rettung einfach. Ja. Und ich finde es auch eigentlich ganz geil, dass wir in zwei verschiedenen Bars sind. Ja. Dass wir nicht immer am selben Ort, wobei ich auch kein Problem mit Umera habe. Ja, auf keinen Fall. Das ist mal wieder was anderes. Ja, wobei ich jetzt ein Problem mit Ümit habe. Ja, völlig verständlich. Ja. Aber Ümit baut halt ich habe ihn auch schon gut gepiesackt dafür. Aber Ümit baut halt keinen guten Köpfe, deswegen würde ich auch vielleicht einen Tag eher ins Zimmer gehen. Ja, ja. Das dann hat man wenigstens einen Tag gute Köpfe. Genau. Ja, hast du recht, hast recht. Umera muss dann halt nur für Instagram, weißt du, dass man wenigstens mal da war und so. Ja, ja, klar. Man muss einfach dieselbe Story 15 Mal posten im Monat. Ja, so machen wir es ja immer. Ja. Schon seit Jahren. Ja. Ist keinem aufgefallen. Irgendwann glaubt uns das jemand, Alex. Wir canceln uns selbst. Durch den Joke. Wir canceln das Umera und dann haben wir mehr Platz im Umera. Aber dann, wenn das Umera pleite geht, haben wir kein Umera mehr. Wir treiben die in Ruin und nehmen dann die Bar. Das ist die Directly WG Lounge. Das machen wir. Das ist unser Plan. Ja. Ihr dürft nichts verraten. Nee, ich freue mich geisteskrank auf die Messe, auch wenn es jetzt erstmal geisteskrank viel Stress für mich bedeutet. Aber ich bin so gespannt, wie das wird. Ich auch an jeden, der hilft, falls ihr es über diesen Weg nochmal seht, hört, auch hier nochmal Dankeschön, weil wirklich ohne die Hilfe hätte ich keine Chance. Alleine kriegst du sowas nicht auf die Beine gestellt. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Sehr, sehr hoffe, das klappt alles, ey. Und ich freue mich halt auch wirklich unnormal auf die Messe. Ja, also kauft ordentlich Merch. Ansonsten gehe ich pleite und dann gibt es keine Videos mehr. Und auch nächstes Jahr kein Messestand. Wenn das funktioniert, muss ich nächstes Jahr wieder einen machen. Stimmt. Ja, stimmt. Oh boy, was habe ich mir da angetan, ey. Ja, ich weiß nicht, wie es deinem Köpfchen geht. Meiner ist durch. Ja, meiner auch. Meine Themen sind auch durch. Ja. Ich denke, ich habe dich genug gemeint, blown. Das stimmt, das hast du sehr erfolgreich getan. Sehr gut, sehr gut. Ach, ich freue mich, dass du es vorher nicht mitgekriegt hast und ich es dir einfach so sagen konnte. Nee, sehr geil. Leute, Kuss fürs Zuhören oder Zugucken, je nachdem, wo ihr am Start seid. Kommt auf der Messe rum, sagt Hallo, raucht ein schönes Köpfchen am SWG-Stand, zieht euch schön SWG-Merch. Übrigens, große Empfehlung, fasst das gesammelte SWG-Team. Wir haben gestern auch alle in dem Shop bestellt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es zum Glück, wenn man selbst den Shop macht, kriegt man es ein bisschen günstiger, aber ich habe trotzdem 170 Euro an Merch gestern gekauft. Ja, hör mal. Ja. Also, muss ja auch, ne? Ja, klar. Ja. Kauft ordentlich SWG-Merch. Buckethead, große Empfehlung, den haben wir uns fast alle gezogen. Wir laufen alle mit dem SWG Buckethead rum. Dann seid ihr basically schon im Team. Basically. Kuss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Oder auf der Messe. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.